Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall nochmal den Paradarts Vlog aus der letzten Woche ab, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Es sind schon einige Spenden zusammengekommen, aber für einen guten Zweck erwarte ich, dass ihr nochmal so ein bisschen Gas gebt. Und ist auch sonst ein cooles Video geworden, also ist jetzt nicht nur für Leute, die sich für Paradarts interessieren, sondern ist auch ein cooler Vlog, wo man mich mal in so einem Turnieralltag sieht, für Leute, die das interessiert. Ja, heute gibt es nach, ich glaube, Ewigkeiten, nach 8 Monaten mal wieder eine Reaction auf dem Kanal Scorpion Darts. Und zwar auf den neuen Martin Schindler. Ihr fragt euch jetzt, wer ist der neue Martin Schindler? Das kann ich euch mal ganz schnell anhand von Statistiken beweisen, meine Freunde. Wer die Story nicht mitbekommen hat, Martin Schindler hat am Ende des Jahres 2020 seine Tourcard verloren und hat sie dieses Jahr wiedergeholt. Und alle sind sich aktuell einig, irgendwas ist mit dem Jungen richtig gelaufen. Denn irgendwas ist los bei Martin Schindler. Der räumt die Tour dieses Jahr dermaßen auf und zwar vor allem vom Average. Ich habe hier mal von der gesamten Tour bis jetzt, ihr seht das hier, eine Liste, die gesamte Pro Tour 2021, die Averages, danach ist es sortiert. Und bitte schaut mal, wo Martin Schindler steht. Wir gucken uns gleich noch ein Spiel von ihm an. Die Top 4 hätte ich genauso erwartet, die Top 5 auch, eigentlich auch die Top 6. Aber krass, dass dann auch so ein Carl Wilkinson, okay, der hat ein Match gehabt, okay, never mind. Aber Leute, D'Souza, Price, Wright, Van Gerven, ganz normal, Clayton. So, dann gehen wir ein bisschen runter hier. Platz 10, Ratajski und zack. Martin ist auf Platz 18. Guckt mal bitte, wie viele Spieler in dieser Liste sind. Es sind 160 Spieler in dieser Liste. Martin lässt unter anderem Leute wie Dave Chisnell. Also bei Dave Chisnell und Scoring muss ich ja nicht viel sagen. Luke Humphries, Ian White, Gary Anderson hinter sich und steht hier wirklich grandios da. First Nine Average von 104 Punkten. Unfassbar, Freunde. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, warum ich dieses Video mache. Und das werde ich euch ganz genau sagen. Ich bin nämlich wie ein Elefant. Ich weiß, ich sehe nicht nur so aus wie ein Elefant, sondern ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Elefant, Freunde. Und zwar habe ich mir genau gemerkt, wenn in den letzten Jahren mal Martin nicht so gut gespielt hat oder mal eine schwächere Phase hatte. Ich meine, die Tourcard hat ja nicht ohne Grund verloren. Und ich finde es aber immer wichtig, dann auch im nächsten Atemzug zu sagen, okay, da hat jemand an sich gearbeitet, da hat jemand was verändert, dann muss das auch erwähnt werden. Und ihr wisst ja sowieso, wie allergisch ich reagiere, wenn Spieler so dumm gebasht werden von der Community, die selber nicht mal gerade auswerfen kann. Ich meine, kann ich auch nicht, aber trotzdem, Leute. Also es gibt diese Leute, die auch Max Hopp haten. Darüber habe ich schon mal ein ganz langes Video gemacht. Wirklich auch auf den Turnieren, auf denen ich in letzter Zeit bin. So viele Leute kommen wegen dieses Videos zu mir und sagen, ey, ich finde es so cool, dass es mal jemand gesagt hat und so. Und genau in diese Fußstapfen von dem Video soll das hier treten und einfach zeigen, wie geil ist es bitte? Du hast deine Tourcard verloren. Alle Leute schreiben dich schon mehr oder weniger ab. Dann kommst du wieder auf die Tour, holst dir die Tourcard direkt bei der Q-School wieder und spielst so ein Baba-mäßiges Jahr. Wirklich Hut ab vor Martin Schindler in dieser Hinsicht. Wer im Übrigen selber anfangen will mit Darts spielen oder schon spielt und sich noch ein bisschen Equipment holen will, der findet auf Dartspool auf jeden Fall die richtige Adresse, Leute. Hier zum Beispiel The Box, ein sehr, sehr geiles Produkt. Ich klicke mal wieder drauf, wo ihr wirklich anfangen könnt, mit allen gängigen Barrelformen zu trainieren und zu gucken, was zu euch passt. Wobei es anscheinend schon wieder so ein bisschen ausverkauft ist, weil ihr da wieder total übertrieben habt, glaube ich. Dann gibt es hier verschiedene Cases, es gibt Boards, es gibt das Dart-Testset wie das hier. Also Leute, checkt auf jeden Fall Dartspool ab oder hier natürlich die Darts, mit denen ich jetzt mittlerweile seit 2 Jahren spiele, die Marcel Scorpion, die auch immer noch bei 42,90 wirklich einen sehr, sehr fairen Preis haben, finde ich. Checkt es auf jeden Fall gerne mal ab. So Leute, während wir schon mal so ein bisschen weiterreden, gucken wir uns das Spiel an, was ich unbedingt anmachen wollte. Nicht wundern, da sind irgendwelche Bildfehler drin hier. Und zwar Martin Schindler gegen Michael Smith. Und ich finde, ich habe mir das Spiel extra noch nicht angeschaut. Jetzt kommt es nämlich, ich habe nur die Statistiken gesehen. Es ist von der letztwöchigen Super Series. Und ich finde, dass dieses Spiel einfach von den Statistiken her beweist, was Martin für eine Entwicklung gemacht hat. Ich meine, er spielt hier nicht gegen irgendwen, er spielt hier gegen Bullyboy Michael Smith. Und fängt hier erstmal entspannt mit 140-100 an. Oder wie ich immer sage, der Peter Wright startet jedes Leg. Ihr wisst, Peter Wright startet jedes Leg mit 140-100 oder 180-100 oder so. Das ist total krank. Und Peter Wright ist für mich auch absolut, ja, absolute Maschine. Und ich dachte mir, ich lasse es ein bisschen laufen nebenbei. Wir können auch auf ein paar explizite Themen eingehen noch. Also explizite Szenen, die wir hier sehen werden. Aber ich finde es einfach nur schön zu sehen, dass Martin so eine Entwicklung gemacht hat, weil ich wusste schon immer, dass er es in sich hat und dass das jetzt aktuell auch einfach jedem zeigt. Das finde ich, spricht einfach extrem für ihn und das freut mich sehr. Gucken wir mal, wie das jetzt hier im ersten Leg weiterging. Also wir haben 170 Rest. Ja, okay, ein 170er Check wird es leider nicht. Gucken, was er sich stellt. Eine 112. Und
Ja, also ich finde das total geil, aber auch Leute wie Florian Hempel, die dieses Jahr einfach total krass spielen, also der absolute Wahnsinn. Ich finde es so geil, wie viele gute Deutsche jetzt auf der Tour sind. Du kannst immer wieder schauen, du siehst immer einen Max Hopp, der mal ein gutes Spiel macht, einen Gabriel Clemens, der ein gutes Spiel macht, einen Martin Schindler oder auch, ja, beispielsweise einen Florian Hempel, den ich auch extrem feiere dieses Jahr. Man sieht hier zum Beispiel, Martin hat auch seine Spitzen gewechselt. Er spielt immer noch seine Darts von Bulls, die er seit Jahren jetzt schon spielt, seit fast 3 Jahren. Nee, seit über 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Und seit er diese Spitzen drauf hat, ist er der beste Scorer geworden. Das ist so crazy. Also ich glaube natürlich nicht, dass es überhaupt was mit den Spitzen zu tun hat. Hier hört er sich das 1-0. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht ja auch gar nicht. Es geht so oft um das, was hier abgeht und nicht, was am Dart abgeht. Darüber habe ich eh schon mal ein Video gemacht. Auch mittlerweile habe ich auch schon so viele Sachen. Wer Ideen für Videos hat, schreibt sie gerne in die Kommentare, weil ihr wisst ja, ich hatte eine kleine Pause und muss mal wieder an diesen Groove reinkommen. Aber jetzt immerhin dritte Woche, drittes Video. Also versuche ich das gerade aktuell wieder durchzuziehen. Okay, Martin hat zu dem Zeitpunkt noch nie gegen Michael Smith gewonnen. Das ist krass. Ja, Martin. Im Übrigen, das ist der krasseste Moment wieder gewesen. Martin hat jetzt auf die 180 selber mit 180 geantwortet. Und da ist er der statistisch gesehen stärkste Spieler auf der Tour. Der stärkste Spieler, wenn es darum geht, auf eine 180 mit einer hohen Aufnahme zu antworten. Das finde ich auch schon sehr, sehr lustig, diesen Fakt. 99. Oh, der letzte Dart war aber ganz schön knapp, Martinako. Mal gucken, was Smith jetzt macht. Bull. 139. Hit this accidentally in the previous leg. Perfekter Marker für Martin. Ja, musste reingehen. Der Dart ist halt minimal dicker als normal und deswegen seht ihr hier den Abpraller. Perfekt. Hey, Martin scored so abartig gut, ne? Und nach der 140 kommt die 134. Okay. Was macht er mit 142? Ah, der ist nicht so gut. 139. 120 Rest. Die 60 würde er jetzt gerne mitnehmen. Und die nimmt er mit. Und das ist halt so, Mann, das kann ich gar nicht. Er geht runter und dann hat er noch einen Dart, guckt wieder hoch und trifft. Wie fühlt sich das an, wenn man so gut ist? Aber Smith auch wieder. Versucht die 180 für 6 Punkte Rest. 20 for tops. Not moving. Double 10. Oh, lecker Darts. For Martin Schindler, a 15 dart break of throw does open up some daylight between these two. Right 4-2 up on Joe Mernon. Schindler looks at the 18 segment, gets it, double 16 for 4-1. 74. Verpasst den nächsten Zwölfer. And despite averaging 60. Around about 100 here. Michael Smith is second best. Stark. Wie Smith aber auch diese Legs dann anfängt mit dieser absoluten Scoring-Macht. Und hier spielt Martin noch ein 98er Average und er geht einfach noch hoch zum Ende des Spiels. Martin, neuer Ricky Evans. Ja, stark. Michael Smith rendering that 180 useless. Ja, Martins letzte Aufnahme war 180. 180. Also es ist halt einfach lecker. Magnificent stuff. When you've just seen one of your best scoring visits of the match made completely redundant and then come back immediately. Geiles Spiel. He's gonna have to find another. Vor allem man kann Smith in dem Modus eigentlich nicht besiegen, wenn der so spielt. 180. Das ist eines der besten Spiele, was ich je von Martin gesehen habe. Wie gesagt, ich habe es mir extra nicht angeguckt. 12. Boah, Alter. Wow. Ja, wenn es da 4-4 steht,
dann ist es einfach nur noch ein Best of Three. So, das kennt ihr vielleicht aus Verliererrunden bei ein paar Turnieren oder so, wo ihr mitspielt. Kenne ich auch. Best of Three ist der letzte Kack. 107 spielt Smith und 100 Martin. Es ist einfach so lecker. So, gucken, ob Smith die 104 drauf hat. Oh. Oh, was? Guck mal, Martin muss auch lachen, weil der Weg halt so unüblich ist. In den letzten drei, du kannst Michael Smith in dem Modus eigentlich nicht besiegen. Guck mal, der erste da. Digga. Ah, das ist klar. Guck mal Martin an, guck mal Martin an. Jetzt fängt das Mindgame an. Da musst du mal rauskommen. Alles klar. Hey, warte, gewinnt Martin das Spiel überhaupt? Oder habe ich mich verguckt? 60. Also jetzt ist es eigentlich ausgeschlossen, das noch zu gewinnen. Er muss jetzt eine 60 werfen. Und Martin muss eine 180 werfen. Aber er macht's halt auch einfach. Na, 140. Oh, der war weit weg. Bull. Oh. Ich liebe diese Posen, die er macht, wenn er nicht trifft. In that four-leg burst. He will come back to the board. 100. Okay, Martin stellt sich auf 61 nach 12. Smith 41. Oh, Alter, es ist so knapp. It will. Right at the end, the bully boy is faltered. Schindler's got choices here. 25. Ooh, okay. 7. That's hit the 7, so 54. 14 for tops, you would think. Sometimes 80. Als ob er das jetzt checkt. Yeah, that leaves the double there off. Das ist so krank. Das müsst ihr mal mental bringen. Martin Schindler wirklich. Has been allowed since leg 5 when he went 4-1 up. Und diese Körpersprache und so, wisst ihr, ihr seht den Unterschied. Ihr seht den Unterschied. Michael Smith is still averaging 108 here. Und jetzt geht's weiter. Oh. Boah, ist das wichtig. Oh, sind das lecker Darts. With a big ton plus average for the second day in a row, Michael Smith. 96. Three match darts missed. One at the bull, one at tops and one at his favorite. Das Spiel zeigt mal wieder, wie wichtig Ausbullen gewinnen ist. Ja, jetzt ist Martin im Zerstörungsmodus. That he did not think he was going to get. He was literally laughing at one point in this game, Martin Schindler. 100. Because the brilliance Michael Smith was producing was something he just could not live with. Ah, die 60 nervt nochmal. Michael Smith did in the previous leg. He's left 1-2-1 after 9. Kein Finish möglich. 140. Hätte er mal mit der 18 angefangen. Okay. Treble 17? Ah, stimmt, er kann ja. Er hat ja Zeit. This time Martin Schindler lays up and he's chosen to leave. Vor allem Smith spielt ja auch noch so cool. Hey, das ist so geil, das Spiel. Trebles had he perhaps taken a different approach, he could have got another match dart. Und er checkt dann halt zum 15er nochmal. Geiles Match von den beiden. Und Smith auch am Lachen. Smith ein bisschen am Humpeln. Ja, also, was ein geiles Match. Richtig, richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht, es sich anzuschauen. Ja, Leute, wenn euch das Video gut gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Wir sehen uns sonst in alter Frische in einer Woche hier wieder. Oder ihr guckt meine anderen Videos auf den anderen Kanälen. Und bis dahin, bleibt sauber und gesund. Haut rein und ciao.